Das Flugchaos hier in Wien schwächert, das geht weiter jedoch stark vermindert. Da es am Wochenende über 100 Flüge gibt, die wirklich auch gestrichen wurden, am Montag es noch 19 waren, sind es am Dienstag nur noch 1 bis 2 Flüge, die auch tatsächlich gestrichen werden. Die AOD hat sehr viel zusätzliches Personal eingestellt, rund 150 bis 200 Mitarbeiter sind dazugekommen. Dennoch, es ist sicherlich noch nicht alles gerettet, denn ich habe mit vielen Mitarbeitern gesprochen und die haben alle unisono eigentlich auch gemeint, dass es zwar so ist, dass sich die Lage auf jeden Fall für den Dienstag entspannt hat, jedoch keiner weiß, wie es konkret diese Woche, aber auch die nächste Woche weitergehen wird. Es gibt sehr, sehr viele Corona-Fälle innerhalb natürlich der AOA, innerhalb des Personals. Allerdings sind auch viele Personaleinsparungen dafür verantwortlich, dass es die letzten Tage dieses enorme Chaos auch gegeben hat. Das ist zum Beispiel auch von der FPÖ Christian Hafecker, den kennt man zum Beispiel vom ÖVP-Korruptionsausschuss. Der hat das auch stark kritisiert. Der hat dazu gemeint, die AOA, die innerhalb der letzten Jahre 450 Millionen Euro vom Staat bekommen. Dennoch hat sie diese Einsparungen beim Personal vorgetroffen und daher hat es dieses Chaos nun noch gegeben. Die AOA hat sich natürlich auch verteidigt, die hat dazu gemeint, die hat das relativ schnell eben gelöst, mit dem, dass es am Dienstag nur noch 1 bis 2 Flüge sind, die gestrichen werden. Dennoch geht die Debatte unvermindert weiter. Und es gab auch noch einen weiteren Vorschlag, auch von uns, von der Tageszeitung Österreich. Der Vorschlag, der hat wie folgt das gesehen, dass man das Bundesheer einsetzt. Das Bundesheer, das könnte helfen, mit zusätzlichen Arbeitskräften auch die Lage wieder etwas zu beruhigen. Die AOA jedoch, die hat es dann geschafft, dass sie mit eigenem Personal die Lage wieder etwas in ruhigere Bahnen lenkt. Dennoch sind die Mitarbeiter eben skeptisch. Ich habe auch schon mit einem anderen Security-Fan sprechen können. Der hat gemeint, er ist sehr, sehr froh darüber, dass es eben nun besser aussieht, dass nicht ganz so viel Stress ist auf so einem Arbeitstag wie zum Beispiel am Sonntag. Den will keiner jemals wieder haben, denn alleine dort wurden über 15% aller Flüge tatsächlich gestrichen. Es war reines Chaos. Viele sind auch tatsächlich festgesessen, zum Beispiel eine Influencerin. Das haben wir auch berichtet, dass die über 17 Stunden für einen Flug gebraucht hat, enorm viele Mehrkosten gehabt hat. Es ist eine enorm logistische und auch organisatorische Herausforderung, sowohl für die Passagiere als auch für die AOA, wie man konkret damit vorgeht. Allerdings, das ist nun der aktuelle Stand. Die Lage, die ist zumindest vorerst beruhigt. Niemand weiß jedoch, wie es die kommende Woche konkret aussehen wird.